Volodymyr Zelensky empfing in Kiew die schwedische Aktivistin Greta Thunberg. Sie mahnte, dass die weltweite Reaktion auf die Zerstörung des ukrainischen Kachowka-Staudamms nicht laut genug gewesen sei. Mike Pence, der jetzige Kandidat für die Wahlen zum Weißen Haus im nächsten Jahr, kam auch. Er bekräftigte seine uneingeschränkte Unterstützung für die Ukraine. Der Tag war von einem neuen Angriff Russlands auf Cherson geprägt. Dabei wurden zwei Menschen getötet und zwei weitere verwundet. Der Angriff habe Wohnhäuser, eine medizinische Einrichtung und die Schule der Stadt getroffen. Diese habe den Bewohnern als Anlaufstelle für humanitäre Hilfe gedient. Der Sondergesandte des Vatikans für den Frieden, Kardinal Matteo Zuppi, hielt in Moskau eine Messe und sprach darüber, wie wichtig es sei, einen größeren bewaffneten Konflikt zu vermeiden.